Es gibt einen Fehler, den so gut wie jeder im Studium macht, der dich am Ende des Semesters aber mindestens eine ganze Note kostet, obwohl er sich ganz einfach zu vermeiden lässt. Wie sieht denn bei den meisten die Vorlesungszeit aus? Die meisten schauen sich am Anfang des Semesters den Modulverlaufsplan an, erstellen sich ihren Stundenplan, drucken sich den aus und gehen dann in alle Veranstaltungen, die angeboten werden. In alle Vorlesungen, da schreiben sie viel mit, schreiben sie vielleicht schon Zusammenfassungen, vielleicht auch schon Anki-Karteikarten, stellen hin und wieder mal eine Frage, tauschen sich mit Kommilitonen aus, gehen auf jeden Fall in alle Tutorien und Übungen, um da halbwegs am Ball zu bleiben. Aber das Ziel vor allem ist dann in der Klausur, Vorbereitung, das Ganze nochmal in die Wiederholung zu bringen, nochmal viel in die Übung zu kommen, um sich so auf die Prüfung vorzubereiten. Die Klausurvorbereitung wird dann oft aber sehr stressig, weil du nochmal ganz viel Stoff nochmal aufarbeiten musst, nochmal von vorne anschauen musst und dich auch einfach mal durch deine ganzen Zusammenfassungen nochmal durchlesen musst, das nochmal wiederholen musst, dass es eben wirklich im Kopf ankommt. Wenn du jetzt also das Gefühl hast, dass deine Klausuren wie so eine Art Glücksspiel sind, ob du jetzt bestehst oder nicht oder vielleicht sogar eine sehr gute Note schreibst, dann liegt das nicht daran, dass deine Klausurvorbereitung nicht gut ist oder du mehr in der Klausurvorbereitung machen musst, sondern dass du das ganze Semester davor in der Vorlesungszeit einfach viel zu wenig im Kopf mitgelernt hast und deswegen erst alles jetzt nochmal aufarbeiten musst. Wenn du also das ganze Semester schon viel mehr von dem Stoff mitnehmen würdest, weil du wirklich gehirnoptimiert lernst, also dass der Stoff, den du aufnimmst in der Vorlesung, auch schon direkt nachhaltig abgespeichert wird, dann brauchst du in der Klausurvorbereitung nicht noch viel mehr aufholen, nicht nochmal von null gefühlt anfangen, hast mehr Zeit, nochmal konkret in die Übung zu gehen, musst am Ende dadurch sogar weniger lernen, gehst entspannter in die Prüfung und so eben auch verlässlich bessere Noten schreiben. Um also am Ende des Semesters sehr gute Noten zu schreiben, musst du ab der ersten Stunde eben schon das ganze Wissen für dich mitnehmen und eben wirklich abspeichern, weil du sonst hinten raus einfach immer mehr Stress hast, weil sich der Stoff immer weiter anstaut, den du nochmal nachholen musst. Und da kommen wir jetzt so langsam auch schon zu dem Problem, was dir am Ende des Semesters eine Note kostet. Es liegt also nicht daran, dass du mehr lernen musst und in der Klausurvorbereitung jetzt irgendwie eine spezielle Lernmethodik brauchst, um noch mehr Stoff in weniger Zeit in den Kopf reinzubekommen, sondern dass du ganz anders an das ganze Semester herangehen musst, um eben in der Klausurvorbereitung es entspannter zu haben, weniger Stoff noch in den Kopf bekommen musst, sondern mehr in die Übung gehen kannst, dadurch eben mehr Sicherheit aufbauen kannst und so entspannt in die Prüfung gehst mit einer Selbstsicherheit und so eben dann auch verlässlich bessere Noten schreiben wirst. Weil das Problem, was ich bei so gut wie allen Studenten sehe, ist, dass sie das gesamte Semester über kein einziges Mal auf den Professor zugehen. Das klingt jetzt erstmal banal, aber was dahinter steckt, ist, dass wenn du das gesamte Semester über zwar deine Zusammenfassung schreibst und eben aufpasst oder halt mithörst, aber noch sehr, sehr viele Fragezeichen nach der Vorlesung da sind, weil du es doch irgendwie nicht ganz verstanden hast, dann darfst du das nicht auf dir sitzen lassen und irgendwie aufschieben, sagen, ich mache das beim Nachbereiten oder lerne ich später, sondern das muss gleich gelöst werden, weil sonst stapelt sich das nur an bis zur Klausurvorbereitung, wo du dann vor einem Riesenberg stehst, was du nochmal wiederholen musst, da musst du alles von vorne anfangen und dann tritt eben genau das ein, was ich am Anfang beschrieben habe. Solange du also ziemlich passiv in der Vorlesung sitzt, zwar mitschreibst und eben mithörst, aber wenig wirklich mal aktiv Fragen stellst und eben schaust, wie du das aktiv für dich verarbeiten kannst, dann wird das immer ein Problem sein, dass du sehr viel Stress in der Klausurenphase hast und wird dich eben immer diese eine Note am Ende kosten. Und darüber hinaus, um aktiver in der Vorlesung zu sein, mehr Fragen zu stellen, wirklich auch direkt viel mehr mitzunehmen, dass du gar nicht mehr so viel wiederholen musst, hilft es enorm, die Vorlesung vorzubereiten. Ich rede ja auf dem Kanal gefühlt jedem zweiten Video über das Vorbereiten. Jeder kennt es oder hat schon mal was davon gehört, aber so gut wie niemand setzt es auch in der Praxis um. Vorbereiten heißt nicht, dass du dich vor einer 90-Minuten-Vorlesung nochmal 60 Minuten zu Hause hinsetzen sollst und alles schon mal durchlesen, sondern dir schon mal einen groben Überblick machen, dass du eben dann weißt, was du in der Vorlesung drankommst und eben wirklich auch direkt aktiver mit dran teilnehmen kannst und eben auch gleich alle Fragen klären kannst. Weil so hast du zwar Woche für Woche einen kleinen Ticken mehr Aufwand, gehst nochmal diesen einen extra Schritt auf den Professor zu, um nochmal Fragezeichen zu klären, aber das summiert sich über die ganzen Module und die ganzen Vorlesungswochen auf, dass du in der Klausurvorbereitung viel, viel weniger noch aufzuholen hast, dann wirklich dich gezielt noch auf die Wissenslücken konzentrieren kannst und eben mehr in die Übung kommen kannst und so dann eben die besseren Noten schreibst. Also es ist wirklich aktiv auf den Professor zugehen, um nochmal Verständnisfragen zu klären und eben eine Vorlesung vorzubereiten, enorm wichtig, um am Ende sicher in die Prüfung zu gehen und eben gute Noten zu schreiben. Was aber fast noch wichtiger ist, ist sich zu lösen von sehr schreibintensiven Zusammenfassungen und eben Notizen, weil je mehr du aufschreibst, desto weniger wird wirklich auch im Kopf abgespeichert und je mehr du eben schreibst das ganze Semester über, desto mehr überlädst du dich ja, was du nochmal wiederholen musst in der Klausurvorbereitung. Und wenn du da mal wissen willst, wie du das Ganze effizienter hinbekommst, dass du weniger mitschreibst, am Ende eine Vorlesung in allen Details auf eine DIN A4-Seite packen kannst und es wirklich nachhaltig im Kopf abgespeichert ist, da haben wir eine Lernstrategie mitentwickelt, die wir eben auch in der Zusammenarbeit mit einigen Studenten eben auch wirklich beibringen. Und wenn du da mal Interesse dran hast oder wissen willst, wie das für dich funktioniert, kannst du dich mal sehr gerne unter dem Link für ein kostenloses Erstgespräch bei uns eintragen. Da werden wir dir schon mal Tipps mitgeben, die auch erklären, wie das funktioniert. Und dann wirst auch du im kommenden Semester bessere Noten schreiben.